Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute teste ich Süßigkeiten, die komplett neu sind, die noch niemand kennt. So, vorab auf jeden Fall, hier ist meine Kamera nach wie vor, wie ihr sehen könnt, kaputt. Muss ich mal schauen, was ich damit jetzt mache, aber vorab erstmal einen Schluck Eistee. Der schmeckt super nach dem Zähneputzen. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jetzt schon Ferien habt. So, ich würde sagen, auf jeden Fall, wir fangen jetzt an. Das erste ist richtig lecker, wie ihr sehen könnt. Es waren, glaube ich, mal 4. 3 habe ich schon gegessen. Die waren richtig geil. Und zwar, so, leider ein kurzer Unterbrecher, denn die Speicherkarte war irgendwie voll. Keine Ahnung warum. Ist ja auch egal. Hier haben wir auf jeden Fall den Kinderpinguin in der Karamell Edition. Ganz neu, wie ich das herausgefunden habe. Oh ja, auf jeden Fall habe ich den schon probiert und ich finde ihn richtig geil. Ich habe den jetzt auf jeden Fall das erste Mal gestern gesehen. Und hier, ihr kennt es ja, diese Lasche. Okay, komplett gefailt, aber Wayne. So schaut er aus. Bisher ganz normal. Also wie man sehen kann, Karamell einfach innen drin. Aber es ist so wenig, man schmeckt das kaum raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Dinger waren mal größer. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall einen Schluck Eistee. Ist das lecker. So, auf jeden Fall als nächstes habe ich das hier. Tic Tacs. Da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wie neu die wirklich sind. Tic Tac Flavor Gum, zuckerfrei Kaugummi. Kaugummi? Das ist ja mal witzig, probier mal. Übrigens kennt ihr diesen Lifehack, dass das irgendwie hier so, dass man das irgendwie so legt und dann. Man macht das so, glaube ich, so. Und dann. Nächster Versuch. Ja, oh, das war nichts, ist mir egal. Oh mein Gott. Oha, das wird ja echt so Kaugummi. Bah, jetzt schmeckt das irgendwie doch nicht mehr, ey, ganz ehrlich. Das ist echt Kaugummi geworden. Das schmeckt aber eher nach Minze. So, ich würde sagen, mal weg damit. Das war im ersten Augenblick echt super lecker, aber danach, boah, hat gar nicht mehr geschmeckt, wenn ich ehrlich bin. Erst war es auch ganz süß, aber danach nicht zu empfehlen, aber cool, dass es auf jeden Fall Kaugummi wird. Apropos Kaugummi, haben wir hier das nächste. Und zwar von Chupa Chups, auch Kaugummis. 30% weniger Zucker, 6% Fruchtsaft. Bin ich mal gespannt, ich habe Erdbeergeschmack genommen und richtig geil. Einmal steht hier, dass es glutenfrei ist und... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gab es früher bei diesen Leibniz-Keksen mal. Kann man wieder verschließen. Boah, ich rieche jetzt schon das Kaugummi, ey. Ich habe mir komplett gefällt. Aber ich finde das immer so blöd. Die Verpackung ist so riesig und dann... Einfach die Hälfte ist das nur. Die Hälfte habe ich jetzt umgeklappt. Ist doch verarsche. So, weniger Zucker. Da steht sogar auf den Verpackungen drauf. Wie unnötig ist das denn? So, jetzt testen wir mal. Oh. Boah, ist das zäh, ey. Oh Mann, ich wollte gerade sagen, während ich das so kau, denke ich so, hä, das ist doch kein Kaugummi. Und während ich das so kau und überlege, wie ich das formulieren kann, lese ich hier einfach Kaubonbon. Da habe ich einfach nicht richtig gelesen, ey. Ah, hätte jetzt aber nicht sein müssen, dass Chupa Chups jetzt auch Kaubonbons macht. Weil die schmecken ganz normal wie diese Mauerms einfach. Mauerm? Ja, wie diese Mauerms einfach. So, und als viertes und letztes haben wir hier... Einfach mal Milchschnitte. Und zwar nicht normale Milchschnitte, sondern Joghurtschnitte, Heidelbeer und Cranberry. Das ist ja mal mega cool. Wie ihr seht, ich habe auch schon 2 gegessen. Das ist jetzt blöd. Ich habe bemerkt, man muss das hier so abziehen irgendwie. Das Problem ist, die sind so weich und dann verbiegen die immer. Egal, auf jeden Fall lange keine Milchschnitte mehr gegessen. Man sieht auf jeden Fall das Cranberry da drin. Also sieht schon mal nicht schlecht aus. Obwohl ich muss sagen, ich weiß nicht, nur dieses Brot oder was ist. Das sieht so ein bisschen aus wie... Glutenfrei, ihr wisst, was ich meine. Oh, oh shit, aber ich hab's noch gefangen. Irgendwie. So sieht das aus. Ich probier's. Also ich muss zugeben, mochte ich gar nicht. Ist gar nicht mein Geschmack gewesen. Beim Studium der Zeitlupenaufnahmen wird erkennbar, dass die Fahrgastzelle an ihrer Belastungsgrenze angelangt ist. So, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt eine positive Wertung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr davon schon mal was gegessen habt oder ob ihr es mögt. Also beziehungsweise, wenn ihr es gegessen habt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ciao.